Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja. Der Schatten hat sich gerade irgendwie hierhin teleportiert. Also der war gerade noch nicht da, als ich hier so stand. Naja. Ich möchte das jetzt einfach mal so stehen lassen. Wir können unsere Mission starten. Und zwar sollen wir anscheinend die Sturmmäntel davon abhalten, eine Zackenkrone zu bekommen. Stimmt's? Wir hatten jeder Zahn. Sieht aus, als wären uns die verdammten Rebellen zuvorgekommen. Egal. Wir haben das Überraschungsmoment. Macht euch bereit. Ja, schon bereit. Folgt mir. Geh hier voraus. Obwohl ich kann auch einfach. Ich weiß, dass einige von euch Bekannte auf der anderen Seite haben, aber denkt daran, sie sind jetzt unser Feind und werden nicht zögern, euch zu töten. General Tullius verlässt sich darauf, dass wir ihm die Zackenkrone bringen. Und genau das werden wir. Zeigen wir diesen Rebellen mal, wie echte Soldaten aussehen. Wow. Ihr Schwert gerade schon ziemlich cool rausgeholt. Aber ich mache lieber Pfeil und Bogen Style. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade doch schon zuvor gelaufen bin und ihr einige Sätze verpasst habt, und das sehe ich schon ein. Weil ich habe den nicht erwischt. Bomb. Die haben eine viel coolere Rüstung, die Sturm. Stahlpfeile, Gold. Warte kurz mal. Minus, 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 minus. Minus. Das ist, glaube ich, sogar plus. Wenn ich richtig gesehen habe. Der hat Rüstung von 16. Und der hat Rüstung von. Ja, der hat auch eine Rüstung. So eine coole Rüstung. Ich hoffe, ich kann trotzdem irgendwie noch zu denen gehen. Oh, ich wollte das Gold bekommen. Ach, jetzt wieder in den Kampf. Ja, gut. Not mit Stahl, Pfeil und Gold. Ich hätte doch lieber Sturm an diesem Moment. Ich weiß nicht, was wir hier machen, aber Befehl ist gehofft. Alles an. Oh, ein Süßkuchen. Bleibt in der Nähe und befolgt meine Befehle, damit wir nicht alles auf einmal aufscheuchen. Okay. Okay. Dürfen wir da schon reingehen oder will die noch was sagen? Gut gemacht. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber unterschätzt die Sturmmäntel nicht. Viele von ihnen sind Veteranen der Armee. Sie sind zwar Verräter, aber sie wissen, wie man kämpft. Dieses Mal konnten wir sie überraschen, aber das wird nicht immer so sein. Gehen wir weiter. Ich muss zugeben, das okay. Macht mehr Spaß, als ich dachte. Bam. Okay, mir macht's auch Spaß. Danke nochmal für die Klarstellung. Worauf trete ich hier gerade? Ach, meinen zweiten Controller. Jetzt habe ich den aus Versehen angemacht. Ach, egal. Entschuldigung, zweiter Controller. Ich wollte dich nicht treten. Ich habe alle meine Controller lieb. Ja. Was verwenden wir denn? Was? Ey. Alle bereit? Komm. Wir greifen auf mein Zeichen an. Alter, ey, ich renne da jetzt. Zeig mir mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. 3, 2, 1, los. Oh, scheiße. Jetzt habe ich der Tussi voll. Oh, Mann. Scheiße, egal. Ich gucke mich natürlich jetzt erstmal hier um. Ich gehe nicht in den Kampf. Ist nichts, okay, ich komme. Jetzt wollte ich die so, ja, wartet auf mein Zeichen und dann mal einfach mal so gedacht habe, ach, ich schieße einfach mal rein, mal gucken, ob ich treffe. Hallo? Okay. Die sind tot. Not mit nix Neues, okay. Der hier. Stahlpfeile, Stahlpfeile. Gehen wir mal. Ach,
Doch, da. Der hat mich sogar gesehen, dieser Arsch. Na, der war doch. Verschluckt, ohne was im Mund gehabt zu haben, ey, das ist immer das Schlimmste. Sorry, echt. Ah, das ist eine Urne. Gold und Ausdauer, Trank. Hier haben wir. Hier, Gold, ja. Okay. Wo seid ihr, meine Gefährten? Da, cool. Schokolade-Chat euch verloren. Willst du was sagen? Ja, gut. Lass mich durch, danke. Perfekt, du hast schon einen Hintern, einfach am Duschen, ey. Wow. Bäh. Ey, den hab ich doch voll erwischt, ey. Alter! Hilf mir doch mal! Leute! Danke! Alter! Lass mich doch nicht so alleine! Was? Geht das? Ja, der hat einen Wein. Jemand muss mir helfen! Der Stahlpfeil. Der Bruder hat nichts. Das wird euch lehren, ja, mich zu hintergehen. Der war zwar schon tot, aber. Gold und Gottmet. Ah, die beide brauche ich jetzt nicht spielen. Was haben wir denn hier sonst noch? Kommt die auch mal? Ja, genau, schick mich nach vorne. Ist ja egal, wenn ich sterbe. Hauptsache ihr bleibt am Leben, wa? Ah, hätte ich beinahe übersehen. Die ist auch noch leer. Ach Gott. Was können die Sturmmäntel eigentlich? Na gut, ich finde die besser wie die kaiserlichen. Naja, egal. Irgendwie werde ich schon zu den Sturmmänteln wiederkommen. Ja, Alter, man muss sich einfach mal hier umgucken. Ich bin nicht so ein Typ, der einfach mal komplett durchrennt. Eigentlich. Ich möchte nämlich schon gerne gucken, was hier ist. Jetzt bin ich hier. Und hier haben wir schon mal eine Truhe. Ein Seelenstein und sogar ein Zaubertrank der Heilung. Noch ein Stückchen. Ja. Schlossknacken verbessert. Jawoll. Der macht, soweit ich sehe, Minus. Oh. Orkischer Streitgolden. Der macht aber auch Minus. Obwohl. Ich habe ja auch meinen Bogen dabei. Was wäre, wenn ich jetzt den in der Hand hätte? Dann würde der sogar Plus machen. Dann nehme ich den mit. Ich schmeiß dann die normalen raus und nehme dann den Orkischen. Ja, das sieht geil aus. Hab ich den? Hier ist nix. Okay, hier liegen auch noch drei Tote. Der hat Gold. Ein Amulett von Stender. Ja, okay, das nehme ich mal mit. Was soll der Geiz hier? Von da sind wir also gekommen. Ja, genau, von da sind wir gekommen. Aber es hat sich immerhin ein bisschen gelohnt. Also lieber alles durchsuchen, anstatt einfach hier durchzulaufen. Das macht auch mehr Spielfreude. Einfach. Bin ich von hier überhaupt gekommen? Ja, das sieht gut aus. Ach komm, da springe ich einfach runter. Ich sterb schon nicht. Was ist der? Oh, ich hab Flammenzauber. Den möchte ich ungern haben. Da nehme ich lieber meinen Heilzauber. Wo ist denn? Magika niedrig, ja. Wir können die Magika auffüllen, indem wir. Okay.
Einfach einen Trank trinken oder sonst irgendeine Scheiße tun. Einfach warten, bis wieder voll ist zum Beispiel. Und die Fackel, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Einfach nur, wenn mal wirklich was... Dorke, okay. Oder Trauke, oder wie auch immer man die nennt. Ich nenne lieber Trauke. Trauke, wird viel cooler. Okay. Nächste Tür, nächstes Glück. Ab geht's. Jetzt habe ich nicht gelesen, wohin. Scheiße. Ach, egal. Ach, das wäre da ja wieder. Teleportierende Gefährten. Und hier liegt noch ein toter Trauke. Für den Kai. Wow. Wow, was ist denn hier? Stirb. Okay. Hallo, Schenke Feste, danke. Okay, hier scheint aber auch nichts zu sein. Mit den besten Grüßen an Ulrich. Bam, Finisher. Der hat natürlich schon nichts dabei. Ah, geht Jochisch weiter, ihr Lappen. Pfeile. Okay. Ich hab's überlebt. Okay. Was ist das? Ein beschädigtes Buch. Das nehme ich mit Freuden natürlich nicht mit. Gold, ein Zaubertrank. Eisenpfeile. Okay, ihr wartet. Das ist aber sehr, sehr lieb von euch. Danke euch. Oh, davon habe ich schon gehört. Da hast du recht. Auf diesen Wänden sei die Geschichte der Altvorderen zu sehen, die diesen Ort einst errichtet. Wirklich Pech, dass wir diese Zeichen nicht lesen können. Wer weiß, was für Geheimnisse wir sonst aufdecken würden. Eins nach dem anderen, Soldat. Konzentriert euch auf unsere Hauptmission. Wir suchen nach der Krone. Sieht aus, als wären wir nicht die Ersten hier. Auch wenn diese Zeichen uns sagen, wo die Krone ist, müssen wir immer noch irgendwie durch diese Tür kommen. Versucht, was rauszufinden, Hilfssoldat. Ich sehe mir diese Zeichen da drüben genauer an. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas findet. Jetzt habe ich aus Versehen eine Fackel mitgenommen. Wo ist sie denn? Ist sie unter Waffen? Natürlich nicht. Ah, okay, ich kann die dann doch anlegen. Nein. Jetzt habe ich zwei Fackeln mehr geworfen. Oh. Ey, bist du so blöd oder tust du das so, ey? Hier liegt die Klaue offen vor dir, ja? Ah, oh, meine Güte. Ey, hatte der gerade noch einen Trank dabei? Ne? So, dann so aus. Ich weiß, ich habe gerade aus, dass ich was mitgenommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, heutzutage wird jeder einfach mal so Offizier, auch wenn sie strohblöd sind. Ich nicht. Sollten sie mal verbieten hier. Okay, weg damit. Wir nehmen jetzt die Klaue auf und jetzt denkt ihr euch, wie löst ihr das Rätsel? Weil hier kommt diese Klaue rein. Ich frage mich, wozu können wir das euch zeigen. Passiert nichts. So, warum passiert aber nichts? Was? Ihr solltet das nicht nochmal versuchen, wenn ihr euch nicht absolut sicher okay. seid, dass die Tür aufgehen kann. Okay, mal gucken. Ihr seht jetzt hier so drei Symbole und die kann man sozusagen aktivieren. Dann dreht sich das. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, in welche Reihenfolge das machen tut. Offenbar können wir die Tür öffnen, indem wir es die Ringe ganz auf einfach. Eine bestimmte Weise... Ich erinnere mich noch, als wir das Spiel bekommen haben, also mein Cousin, wir standen davor und wir haben alles versucht und haben es immer noch nicht herausgefunden. Und dann haben wir uns ein bisschen schlau gemacht im Internet, sozusagen auch auf YouTube. Vielleicht kann und, uns etwas an ja, der Klaue selbst weiterhelfen. Da hat einer diese Tür aufgemacht. Und er hat uns gezeigt, wie man das macht. Und als wir das gesehen haben, da dachten wir, du, wie blöd sind wir eigentlich? Du gehst einfach auf Objekte, auf Sonstiges, auf diese Klaue. Und jetzt müsstest du eigentlich schon sehen, dass man diese Klaue auch bewegen kann. Und man kann sie sogar heranzoomen.
irgendwie. Nein, das war der falsche Knopf. Sau. Oh nein, das war Favorit. Hallo? Ich möchte gerne heran. Ah, okay. Und jetzt kann man ein bisschen erkennen, was das darstellen soll. In der Mitte ist auf jeden Fall dieser Schmetterling. Dieser andere komische Vogel ist ganz unten und dieser Fuchs oder Wolf ist ganz oben. Ja, den hätte ich lassen sollen. Also ganz oben ist auf jeden Fall dieser Fuchs. Was auch immer das darstellen soll. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man, jetzt kommt der hier unten. Oh, Entschuldigung. Und zwar genau hier. So. Und nun müsste man das Schloss eigentlich aufkriegen. Aber ob das wirklich die richtige Reihenfolge ist und ob das auch stimmt, was die Klaue uns sagt, das seht ihr dann wohl erst in der nächsten Folge von Skyrim.